Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Dialog an Deck: Wer zieht in die alten WG? Wie der demografische Wandel unsere Städte verändert. Die Diskussionsrunde fand am 20. Juni 2013 auf der MS Wissenschaft in Bonn statt. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Dialog an Deck-Veranstaltung. Frau Ratajka hat es angesprochen. Das Thema ist, wer zieht in die alten WG, wie der demografische Wandel die Städte verändern wird. Und wir haben 90 Minuten Zeit, um mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren, Fragen zu diskutieren, wie wer zieht wohin, wie und wodurch werden solche Wanderungsentscheidungen eigentlich beeinflusst. Und wie können und wie müssen auch die Städte und die Kommunen auf solche Wanderungsentscheidungen und deren Resultate dann natürlich auch reagieren. Dafür darf ich hier auf dem Podium ganz herzlich begrüßen. Zum einen ganz hinten Caroline Kramer, ist Professorin am Institut für Geoökologie und Geografie am Karlsruher Institut für Technologie, dem KIT. Dann in der Mitte haben wir Gabriele Sturm. Sie ist Projektleiterin am Referat für Stadt- und Raumbeobachtung, Raum- und Stadtbeobachtung im Bundesinstitut für Bau- und Stadt- und Raumforschung hier in Bonn. Und wir haben Klaus-Christian Wiegand, Professor für Stadt- und Regionalentwicklung an der Universität Bonn ebenfalls. Wir wollen verschiedene Aspekte dieses ganz großen Themas beleuchten und ich möchte aber, bevor wir anfangen, Sie haben im Zweifelsfall die Ausstellung unten gesehen, haben die Einladung natürlich bekommen, ich würde trotzdem gerne mit der Definition anfangen, was ist das überhaupt, demografischer Wandel? Denn das hört man immer wieder, man weiß, jeder von uns hat es gehört und hat eine ungefähre, im Zweifelsfall recht vage Vorstellung davon. Frau Kramer, was genau ist dieser demografische Wandel? Worüber reden wir da eigentlich? Also wir reden in der Regel über ein Phänomen, das sich mit vier Begriffen gut beschreiben lässt. Wir werden weniger, älter, bunter und vereinzelter. Das trifft besonders für die Städte zu, also die Population sinkt, sie wird insgesamt älter, sie wird heterogener, damit ist eben auch die Zuwanderung gemeint. Und das letzte, vereinzelter, es gibt mehr Einpersonenhaushalte, was insbesondere für die Städte zutrifft. Das wäre also die ganz grobe und erste Beschreibung des Phänomens demografischer Wandel. Jetzt haben Sie alle zum demografischen Wandel geforscht, sonst säßen Sie auch gar nicht hier oben. Frau Kramer, Sie haben sich die Generation der 50+ angeschaut, gefragt, wo wollen die denn leben, die zukünftigen Senioren, und wo wollen sie denn leben? Ja, dieses Projekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert, gemeinsam mit meiner Kollegin Camilla Pfaffenbach aus Aachen, muss ich noch erwähnen. Alle Ergebnisse, die ich hier vorstelle, sind gemeinsam erarbeitet worden. Stellt sich die Frage, ob denn die zukünftigen Seniorinnen und Senioren anders sein werden als die jetzigen. Und wir haben dazu die 50- bis 60-Jährigen, also 50+ hört sich immer anders sein, das sind nun alle bis 100, wir haben nur diese Altersgruppe 50- bis 60-Jährige befragt in verschiedenen Großstadtregionen, welche Pläne sie für die Zeit nach dem Eintritt in den Ruhestand haben. Und die zentrale These von uns war, sie werden anders sein, und es zeigt sich auch aus diesen Ergebnissen, dass sie anders sein werden. Sie haben andere Lebensstile entwickelt, dazu gibt es auch Exponate hier unten im unter mir hier im Schiffsrumpf, und sie haben Pläne, die sich ein Stück weit schon von denen der früheren Generation unterscheiden. Sie werden wahrscheinlich mindestens genauso sesshaft sein, also in der Regel wollen sie bleiben, wo sie sind. Sie werden allerdings auch Optionen nutzen, wenn sie Zweitwohnsitze haben, die sich mit diesem Phänomen der Multilokalität beschreiben lassen. Sie werden wahrscheinlich nicht ganz ihren Wohnsitz in die wärmeren Gefilde verlagern, also diese sogenannten Snowbirds. Das werden sie eher sein, aber in dem Sinne, dass sie zum Beispiel zwei Wohnsitze nutzen. Also das ist jetzt ein Phänomen, das wir auch in Zukunft weiter beforschen wollen mit dem Stichwort Multilokalität. Und das wird anders sein. Wir sprechen aber von denen, die es sich leisten können. Und es wird immer mehr geben, die zunehmend prekärer in ihrem Alter leben müssen, weil es zunehmend Menschen gibt, die nicht ein Leben lang beschäftigt waren, die gebrochene Arbeitsbiografien hatten, die zwischendurch scheinselbstständig waren. Also die zukünftigen Seniorinnen und Senioren werden nicht so gut abgesichert sein. Das ist auch ein wesentlicher Aspekt, den wir festgestellt haben. Aber dann möchte ich den anderen auch etwas Raum geben, dazu was zu sagen. Danke, den nehmen wir doch gerne ein. Herr Wiegand, Sie haben sich angeguckt, nicht unbedingt die Senioren, sondern alle Alterungsgruppen, aber
die Wanderungsbewegungen zwischen Stadt, zwischen Land? Wo ziehen die Leute hin? Warum ziehen sie wohin? Und warum ziehen sie wohin? Ja, also das, was ich jetzt erzähle, ist auch nicht allein auf meinem Mist gewachsen, sondern gemeinsam mit zwei Forschungsinstituten, die nicht universitär sind, entstanden. Das ist ein Institut in Dortmund, das nennt sich Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, und das ist ein Institut in Leipzig, das ist ein Institut für Länderkunde. Und die Partner haben wir auch deshalb gewählt, weil wir in unserem Projekt verschiedene Stadtregionen vergleichend untersucht haben, was die Wohnstandortentscheidungen angeht, also das Umziehen sozusagen angeht. Und wir haben drei verschiedene Regionen gewählt. Das sind sogenannte polyzentrische Stadtregionen. Also Stadtregionen, in denen es mehrere große Zentren gibt. Und wenn wir jetzt ans südliche Rheinland denken, dann ist das klar, dass es Köln und Bonn sind. Und dann natürlich auch die Umlandgemeinden im Rhein-Sieg-Kreis oder in anderen Kreisen. Und wenn wir an das Ruhrgebiet denken, die Kollegen aus Dortmund, die haben das östliche Ruhrgebiet in den Blick genommen. Also Dortmund, Bochum, aber auch Hagen, Hamm und andere Städte. Es ist auch eine polyzentrische Stadtregion, die allerdings stärker sozusagen im Strukturwandel steht, beziehungsweise in Teilen auch durch Schrumpfung betroffen ist. In Teilen, sage ich. Während wir hier ja im südlichen Rheinland eher sozusagen eine Wachstumsregion darstellen, mit dann auch anderen Wohnungsmärkten, also angespannten Wohnungsmärkten hier im Rheinland, während wir im östlichen Ruhrgebiet durchaus auch an der einen oder anderen Stelle Leerstand haben, also da schon mal ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben, jetzt umzuziehen, zu wandern. Und die dritte Region, können Sie sich vorstellen, ist jetzt Leipzig-Halle, eine ganz andere polyzentrische Stadtregion, wo die Verflechtungen zwischen Leipzig und Halle vielleicht auch nicht so intensiv sind, wie wir sie zwischen Köln und Bonn beispielsweise wahrnehmen. Also Köln und Bonn, da pendeln täglich 10.000 bis 12.000 jeweils zwischen Köln und Bonn, und zwar in beide Richtungen. Das können wir an den vollen Zügen feststellen und das können wir aber auch auf den vollen Autobahnen feststellen. Und das Pendeln bezieht sich zunächst mal auf die Arbeitssituation, also vom Wohnort zum Arbeitsplatz. Also es gibt ganz viele, die in Bonn wohnen und in Köln arbeiten. Und andersrum genauso. Aber es bezieht sich eben nicht nur aufs Arbeiten, sondern eben auch auf andere Bereiche des Lebens. Also wenn wir einkaufen gehen, dann gibt es schon den einen oder anderen Bonner, der nach Köln geht, aber andersrum genauso. Und das gilt natürlich dann auch nicht nur für Köln, sondern vielleicht auch fürs Umland. IKEA ist auch spannend, sage ich jetzt mal. Auch wenn es auf Kölner Stadtgebiet jetzt noch liegt. Und dann gibt es auch wieder andere Bereiche, die ebenfalls sozusagen regional genutzt werden. Also im Freizeitbereich, im Freizeitkontext sozusagen, da bleibt man nicht im Gemeindegebiet. Es entstehen sozusagen intensivste Verflechtungen. Und das gilt auch im sozialen Bereich. Also Freunde leben auch eben in der Region. Also man verhält sich sozusagen regional, also regionale Lebensweisen nennen wir das, regionale Aktionsräume, sozusagen im Alltag beobachten wir. Und Ausgangspunkt jetzt für unser Forschungsprojekt war, wie wirkt das denn eigentlich auf die Wohnstandortentscheidungen? Also ist es so, dass die Bonner auch in Köln suchen oder andersrum, die Kölner auch in Bonn suchen sozusagen? Und da haben wir überraschend, zu unserer Überraschung festgestellt, dass bei den Wohnstandortentscheidungen man sehr viel stärker sozusagen lokal orientiert ist und auch schon sehr viel schneller weiß, in welches Stadtquartier man eigentlich will. Dass da also diese regionalen Lebensweisen, die wir an vielen anderen Stellen beobachten, fürs Wohnen und für die Wohnstandortentscheidungen nicht in dieser Deutlichkeit sozusagen gelten. Vielen Dank. Bleiben wir mal beim Umziehen, beim Faktor, wer zieht eigentlich um? Frau Sturm, Sie haben untersucht, wovon das abhängt, nämlich vom Geschlecht. Also wie ziehen Männer um, wie ziehen Frauen und wohin ziehen sie überhaupt auch? Was gibt es da für Unterschiede? Das sind Unterschiede, die man eigentlich eigentlich nicht erwartet, wenn man so normal durch die Lande läuft oder fährt.
Und die Unterschiede, die wir in einer unserer letzten Studien festgestellt haben, sind sogar noch deutlicher, wenn ich die Ergebnisse der Volkszählung, die jetzt gerade veröffentlicht worden sind, berücksichtige. Die Ergebnisse heißen nämlich, dass je größer eine Stadt ist, umso mehr Frauen leben dort. Also alle Großstädte in Deutschland sind mehrheitlich von Frauen bewohnt. Und je ländlicher ich in Deutschland schaue, umso männlicher ist es. Also je kleiner das Dorf ist und je peripherer die Lage ist, umso mehr Männer leben dort. Und das ist ein Effekt, der in Deutschland verglichen in Europa besonders stark ausgeprägt ist und insbesondere dadurch zustande kommt, dass gerade aus Ostdeutschland, wo die Frauen zu Wendezeiten sehr gut ausgebildet waren mit ihrer Schulbildung und teilweise auch besser schon ausgebildet waren als die jungen Männer, gerade die jungen Männer haben dann dort die eher ländlichen Gemeinden und die Kleinstädte verlassen, sind in die Großstädte gegangen und nach Westdeutschland gegangen und sie sind nicht wieder zurückgegangen. Und im Vergleich zu früher ist es so, dass junge Erwachsene immer zur Ausbildung in große Städte oder in größere Städte gegangen sind, zur Ausbildung und zum Studium, aber danach sind sie ganz häufig wieder an den Herkunftsort zurückgewandert. Und das ist eine Wanderung, die nicht mehr stattfindet oder jedenfalls nur noch in geringem Maße stattfindet. Also besonders viele junge Frauen gehen in große Städte. Viele junge Männer bleiben oft erstmal in ihren Herkunftsfamilien wohnen. Also junge Frauen ziehen viel früher aus dem elterlichen Haushalt aus. Und viele der jungen Frauen bleiben hinterher auch in den Städten, in die sie gegangen sind für ihre Ausbildung und oder fürs Studium und hoffen dort dann auch wieder eine Stelle zu finden. Das produziert zum Teil also sehr starkes Ungleichgewicht. Also es gibt einfach Städte in Deutschland, wo in der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen quasi auf 48 junge Männer oder auf 46, 47 junge Männer halt genau dann 53 oder 54 junge Frauen kommen. Ich denke, das ist eine Wahrnehmung, die man so nicht hat, aber statistisch, wie gesagt, durch die Volkszählung jetzt eher noch mal verstärkt. Aber wirkt sich das denn dann auch aus? Also finden diese jungen Frauen dann auch nicht den Mann fürs Leben? Sprich, gibt es keine Familiengründung mehr oder weniger dadurch? Das steht zu befürchten, weil dieser Effekt hat sich die letzten Jahre eigentlich erst so stark ausgewachsen, wie man ihn jetzt feststellen kann. Und bei diesem Ungleichgewicht, das setzt sich fort. Also wir sehen es jetzt schon in der Altersgruppe der 30- bis 40-Jährigen, dass auch da jetzt schon mehr Frauen in der Stadt sind als Männer. Und von der Geburtshäufigkeit müsste es eigentlich umgekehrt sein, weil es werden jedes Jahr eigentlich immer mehr junge, also kleine Knaben geboren als kleine Mädchen geboren. Und eigentlich müsste es, wenn ich den Durchschnitt über ganz Deutschland nehme und die üblichen Geburtshäufigkeiten nehme, müsste es umgekehrt sein. Aber inzwischen ist es quasi schon bis zum Alter von Mitte 30, 40, dass es mehr jüngere Frauen in den Städten gibt. Und das entspricht nicht den Erwartungen. Und die werden in der Stadt, sofern sie in der Stadt bleiben, dort auch alleine bleiben. Sie haben die Gruppe der jüngeren Menschen untersucht, nennen wir sie mal die jüngeren 30 bis 40. Das ist die Altersgruppe unter der Altersgruppe, die Sie untersucht haben, Frau Kramer. Wenn Sie das jetzt hören und gleichzeitig Ihre Ergebnisse sind, die Alten oder die über 50-Jährigen bleiben dort, wo sie sind. Was bedeutet das, wenn Sie hören, es gibt diesen Unterschied, diesen Geschlechterunterschied, der ja auch dann immer älter werden wird und irgendwann die zukünftigen Senioren sind? Na, der Geschlechterunterschied bei den älteren Menschen verschärft sich dadurch nochmal, also hin zum weiblichen Geschlecht, dass eben Frauen eine durchweg längere Lebenserwartung haben. Also diese vielen Single-Haushalte in Städten darf man nicht vergessen, dass es sehr viele alleinstehende ältere Frauen sind. Also man denkt ja immer an die jungen Singles, aber die tatsächlich in den Städten leben sehr viele Einpersonenhaushalte und eben auch sehr viele ältere. Was wir besonders bemerkenswert fanden, war jetzt auch noch die Gruppe, nicht nur die in den Städten Lebenden, sondern wir haben ja auch suburbane Gemeinden mit untersucht, also im direkten Umland. Und da ist nach wie vor der Trend so, es gibt immer noch viele Familien, die ins suburbane Umland ziehen. Dieser Trend nimmt langsam ab,
was daran liegt, dass junge Familien mit zwei Erwerbstätigen heute nicht mehr diese Lebenssituation vorfinden, wie das Familienmodell vor 50 oder 30 Jahren war, nämlich das Modell, dass Frauen, wenn die Kinder da sind, aus dem Berufsleben ganz ausscheiden oder eben in Teilzeit gehen. Und heute hat eine junge Familie die Ambition, dass beide erwerbstätig bleiben. Und das lässt sich nur in Städten oder sehr nahem stadtnahem Umfeld realisieren. Also ich denke, dieser Trend, dass es die jungen Familien ins Umland zieht, der lässt nach. Also es ist überall zu beobachten, weil eben das Familienmodell nicht mehr das ist, was man im suburbanen Umland verwirklichen kann, sondern das kann man nur dort verwirklichen, wo es kurze Wege gibt. Aber die Generation zuvor, die wir jetzt befragt haben, ist eben noch in diesem Familienmodell ins Umland gezogen. Und da gibt es ganze Gemeinden oder ganze Teile von Gemeinden, die jetzt kollektiv altern. Also Gemeinden, die eben Neubaugebiete in den 60er Jahren ausgewiesen haben, in denen zu dem Zeitpunkt die jungen Familien, üblicherweise zwischen dem ersten und zweiten Kind wird gebaut, in dieser Phase des Lebens in diese suburbanen Gemeinden gezogen sind, da altert jetzt ein ganzer Stadtteil oder ganze Gemeinden auf einen Schlag. Und das, was man häufig auch in der Literatur diskutiert, dass ältere Menschen, wenn sie kulturinteressiert sind, das Häuschen im Grünen, es ist zu groß geworden, die Kinder sind ausgezogen, verkaufen, um dann in die Penthouse-Wohnung in die Stadt zurückzuziehen, das gibt es, aber vereinzelt. Und nicht so, dass es sich in Bevölkerungsstatistiken niederschlägt, sodass wir also in der Summe davon ausgehen, die Menschen bleiben wesentlich häufiger dort, wo sie sind, als dass sie im Alter Umzüge anstreben. Und diskutiert wird häufig, dass eben die Reurbanisierung durch Ältere wieder eintritt. Und daran glauben wir nicht und das können wir auch in keiner Weise an unseren Daten nachweisen. Herr Wiegand, Sie zucken schon die ganze Zeit. Da zucke ich insofern, dass das sehr gut passt zu dem, was wir so beobachtet haben. Also wir haben in unseren Untersuchungen festgestellt, dass in den innerstädtischen Quartieren eben auch Personen leben, die einen ganz spezifischen Anspruch oder Ansprüche haben, die sich durch die Veränderungen sozusagen der Arbeitswelt ergeben. Und die sind dramatisch, diese Veränderungen in der Arbeitswelt. Also die Soziologen, also ihre Kollegen oder auch meine Kollegen, sprechen von räumlicher und zeitlicher Entankerung quasi. Zeitliche Entankerung bedeutet, dass die normalen Arbeitszeiten nicht mehr zutreffend sind sozusagen. Man arbeitet auch an Wochenenden, man arbeitet mehr als 50 Stunden sozusagen in der Woche. So, das ist zeitliche Entankerung. Und räumliche Entankerung bedeutet, dass zunehmend auch Homeoffices, sagen wir mal, eine wichtige Rolle spielen. In unseren Umfragen haben 10% aller Befragten eine, ja, nicht nur Affinität, sondern nutzen sozusagen Homeoffice. Also jeder Zehnte sozusagen nutzt das. Und damit kann er es auch von zu Hause oder von anderen Orten quasi tun. So, und diese Veränderungen sozusagen in der Arbeitswelt, die sozusagen führen dazu, dass man bei seinen Wohnstandortentscheidungen versucht, eine gute Erreichbarkeit hinzubekommen, weil man ja diese hohe Flexibilität an den Tag legen muss, und dass man versucht, möglichst gute Versorgungsbedingungen zu erhalten. Und diese gute Erreichbarkeit und die guten Versorgungssituationen, die findet man in den Innenstädten. Hinzu kommt, dass das auch Menschen sind, die ja vielleicht wenig Zeit haben, aber dann mehr Geld haben und auf den teuren innerstädtischen Wohnungsmärkten sich dann vielleicht auch gegen diese älteren Menschen, die vielleicht rückzugsbereit wären, dann auch finanziell durchsetzen können. Also insofern passt das wunderbar, was Caroline Kramer sagt, zu dem, was wir da auch in innerstädtischen Quartieren, jetzt in Köln-Sülz, in der Bonner Weststadt, aber genauso im Dortmunder Kreuzviertel oder in der Leipziger Südvorstadt erfahren haben. Jetzt altert gerade Ihre Klientel ja auch, irgendwann wird die auch in die Rente kommen. Dann widerspricht es aber wieder dem, was Sie sagen, die Leute bleiben dort, wo sie sind, oder? Die Leute bleiben auf dem Land dann ja nicht mehr, wenn sie sowieso schon in die Stadt gezogen sind, oder? Also sie bleiben, wo sie sind. Das heißt, die, die jetzt in der Stadt leben, werden dort bleiben und werden nicht die Stadt verlassen. Also die Wanderungsbilanzen der über 65-Jährigen sind in allen großen Städten eigentlich noch negativ. In den meisten zumindest.
also zumindest in denen ein bedrängter Wohnungsmarkt herrscht. Wir hatten zum Beispiel München mit dabei. Also da kann man sich schlichtweg nicht mehr leisten nach dem Eintritt in den Ruhestand oder gar noch der Verwitwung, im Beispiel jetzt diese große Wohnung zu halten. Da sind nach wie vor keine Wanderungsbilanzen, die darauf hindeuten, dass in Heerscharen die älteren Menschen hineinziehen. Aber die, die jetzt schon diese innerstädtischen Wohnstandorte aufgesucht haben, die werden bleiben. Also dieses, wir können nicht von den bisherigen Wanderungsströmen, die uns die letzten 20, 30 Jahre, die wir kennen, von denen können wir nicht ausgehen, dass die weiter so bleiben. Sondern also wir würden nach unseren Ergebnissen sagen, das Verharren ist groß, es ist auch das Verharren in suburbanen Standorten groß. Also dort wird dann eher in Kauf genommen, in einem 220 Quadratmeter Haus alleine zu leben und es vielleicht umzubauen, bevor man die sozial vertraute Nachbarschaft verlässt. Aber genauso werden diese Urbaniten, von denen wir gerade sprechen, die werden auch bleiben, wo sie sind. Also diese hohe Persistenz, die wir an den Plänen, gut, das sind Pläne unserer Befragten, feststellen können, ist eben eher hin dazu, dass man einen zweiten Wohnsitz hat, den man öfter nutzt, als dass man den, den man die letzten 20, 30 Jahre hatte, wieder aufgibt. Frau Sturm, Sie dürfen auch was sagen. Ich mache mal Ergänzung, weil ein wichtiger Faktor, der diese Entwicklung beeinflusst, wird einfach die ökonomische Entwicklung sein. Also die ökonomische Entwicklung insgesamt in Deutschland, aber auch abhängig quasi von der europäischen Entwicklung oder der Weltwirtschaft, weil davon hängt einfach Deutschland extrem ab. Und in Deutschland gibt es einfach einen ganzen Teil Städte, vor allem Großstädte und größere Mittelstädte, die sehr boomen derzeit und deshalb einen sehr engen Arbeitsmarkt haben. Und die muss ich anders angucken als Städte, die sich zum Beispiel wie das Saarland im Saarland, wie viele Städte in Ostdeutschland oder wie das Ruhrgebiet, die eigentlich immer noch Probleme mit ihrem altindustriellen Erbe haben. Weil diese eher altindustriell geprägten Städte haben freie Wohnungen. Sie verlieren Bevölkerung, weil sie denen nach wie vor trotz vielen Jahren versuchtem Strukturwandels, weil sie nach wie vor den nicht genügend, also qualifizierten, erwachsenen Arbeitssuchenden keine guten Arbeitsmöglichkeiten bieten können. Und dort sind die Mieten niedriger, dort finden Familien natürlich Wohnungen in der Stadt. Dort können auch nach dem Eintritt in den Ruhestand die Menschen einfach in ihrer Wohnung bleiben, weil sie sich auch mit Rente oder Pension diese Wohnung noch leisten können und wenn es ihr Eigentum ist, sowieso. Also diese Städte werden eher kleiner werden, aber die wirtschaftlich boomenden Städte, die werden genau den Effekt haben, dass ganz viele mit Eintritt in den Ruhestand, sofern sie nicht schon in der eigenen Wohnung wohnen, im Eigentum wohnen, eigentlich die Stadt verlassen müssen, weil sie sich dann gerade in diesen Städten häufig keine Mietwohnung mehr leisten können von ihrer Rente oder ihrer Pension. Und dort wird es eigentlich immer weiter diesen Auszug aus der Stadt geben, weil einfach die anderen, die nämlich auf den Arbeitsmarkt drängen, genau in die Stadt reinkommen. Und in diesen Städten ist heute schon quasi dann die Konkurrenz der Studierenden gegen die Familien, wo beide Elternteile irgendwie erwerbstätig sind, gegen die ganzen Einpersonenhaushalte, die auf den Arbeitsmarkt drängen und die, die auch aus dem Ausland hinzukommen, weil die finden auch in diesen Arbeitsmärkten hauptsächlich ihre Arbeitsplätze. Dort ist es ganz eng und ich sehe nicht, also außer wir werden in eine arge wirtschaftliche, lang andauernde Rezession fallen, diese engen Wohnungsmärkte und auch dieser Kampf, wer dann wirklich in der Stadt wohnen darf und leben darf, das wird nicht aufhören, weil diese Städte werden nicht kleiner werden. Sie zeichnen damit gerade für Städte wie hier Bonn, Köln, also boomende Regionen, ein sehr düsteres Bild für Senioren, die nicht viel Geld haben und deren Zahl wird ja auch wachsen. Was machen diese Leute? Also wie reagieren die Städte darauf, dass es im Zweifelsfall bald oder auch jetzt schon große Mengen an Senioren gibt, die sich die Mieten in den Städten einfach nicht mehr leisten können? Frau Kramer. Wie die Städte reagieren, weiß ich nicht, da ich nicht zu den Entscheidungsträgern... Ja, sie sollten natürlich darauf reagieren, dass es einen Wohnungsmarkt auch gibt. Ich meine, der ist in den letzten 20, 30 Jahren, wissen wir alle, dass der soziale Wohnungsbau zurückgedrängt wurde, dass der Wohnungsmarkt dem Markt überlassen wurde. Da ist die Frage, ist das eine richtige Entscheidung, die man an der Stelle
durchaus stellen darf und muss. Die Seniorinnen und Senioren lösen dieses Problem in der Regel, indem sie dann eben aus der Stadt weg in das nähere oder weitere Umland oder in die ländlichen Regionen ziehen, in denen sie sich entweder eine Einrichtung leisten können oder indem sie in die Nähe ihrer Kinder oder Enkel ziehen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also wenn es Umzugsabsichten gibt, dann gehen die häufig in die Richtung, zumindest in eine räumliche Nähe zu ziehen. Nie, also was heißt nie, aber relativ selten gehört zu den Plänen, tatsächlich mit den Kindern in ein Haus zu ziehen. Also das gehört zu den Varianten, wir haben abgefragt, was man sich vorstellen kann, also um auch den Titel unserer Veranstaltung aufzunehmen, die Senioren-WG zählt nicht unbedingt zu den präferiertesten Varianten. Also betreutes Wohnen oder auch Mehrgenerationenwohnen möchten sich mehr im Alter vorstellen. Am allerwenigsten können sich allerdings die Befragten vorstellen, mit den Kindern in ein Haus gemeinsam zu ziehen. Ist ja auch ein nachvollziehbares Argument zu sagen, lieber in die Nähe. Aber die räumliche Nähe ist ein starkes Motiv, wenn es dann um Umzüge geht. Und die nicht so wohlhabenden Seniorinnen und Senioren, die also diesen Wohnungsmarkt nicht mittragen können, werden ihn wahrscheinlich durch Wegzug, werden die das Problem lösen. Ich halte es nicht für die klügste Lösung, aber da wäre die Frage, unser Wohnungsmarkt ist einfach in den letzten Jahrzehnten ganz klar von einem Markt beherrscht, also einer Marktwirtschaft und eben nicht einem sozialen Wohnungsmarktgedanken. Welche Rolle spielt denn dieser Faktor Geld bei Wohnungsentscheidungen hier in diesen polyzentrischen Regionen wie Köln, Bonn, wie dem östlichen Ruhrgebiet? Kann man da wirklich sehen, dass die Leute, die Geld haben, in die Stadt reinziehen oder direkt in das schöne Grün direkt bei der Stadt? Oder? Ja, also das denke ich mir, kann man auf jeden Fall so sagen. Und da kann ich anknüpfen an das, was Caroline Kramer vor ihrem Statement gesagt hat, dass also die Suburbaniten quasi im suburbanen Raum bleiben. Und das, denke ich, hat zwei Gründe. Das eine ist sozusagen die emotionale Verbundenheit mit diesem suburbanen Raum. In einer Masterarbeit hat das mal eine Studentin von einem Bewohner gehört, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und das, finde ich, ist sehr treffend sozusagen. Das gilt für viele Suburbaniten. Aber selbst dann, wenn sozusagen die Suburbaniten sich jetzt darüber sozusagen hinwegsetzen und sozusagen zu ihren Kindern oder in die Nähe ihrer Kinder ziehen wollen sozusagen, dann stellt sich natürlich die Frage, was sie denn mit ihrer Immobilie machen, wenn sie denn eine eigene Immobilie haben. Und an der Stelle tritt das Problem ein, dass sie ihr Eigentum oft überschätzen quasi. Da haben sie nämlich dann in den letzten 20, 30, 40 Jahren nicht mehr sehr viel investiert. Und das heißt, sie können es gar nicht gegen ein schickes Penthouse eintauschen. Sie können es gar nicht sozusagen gegen ein schickes Penthouse eintauschen. Genau das ist der Punkt sozusagen. Und gleichzeitig ist das natürlich sozusagen gesamtgesellschaftlich auch problematisch, weil dann ist sozusagen dieses Einfamilienhaus aus den 60er, 70er Jahren da, was energetisch sozusagen nicht mehr optimal ist und aus Klimaschutzgesichtspunkten heraus eigentlich saniert werden müsste. Und was dann, wenn man über Flächenknappheit sozusagen nachdenkt, dann eben auch noch von zwei Personen, jetzt im Idealfall dann auf 180 Quadratmeter, aber irgendwann dann nun leider auch mal nur noch von einer Person auf 180 Quadratmetern bewohnt wird. Das ist der Remanenzeffekt, nennt man das. Und der ist natürlich sehr negativ sozusagen. Und an der Stelle über ja, andere Möglichkeiten sozusagen des Zusammenlebens nachzudenken, das macht durchaus Sinn, ist aber eben, wie Caroline Kramer auch schon gesagt hat, sehr schwer umzusetzen. Ich habe jetzt gerade jüngst eine Bachelorarbeit gelesen. Unsere Studenten beschäftigen sich mit solchen Modellen. Da gab es also das Projekt Wohnen mit Hilfen. Das heißt also, die alleinstehende ältere Dame oder der alleinstehende ältere Herr, vielleicht auch in der Innenstadt, ist auf der Suche sozusagen, die 180 oder vielleicht auch 100 Quadratmeter jetzt mit jemandem zu teilen. Und das könnte dann sozusagen im Tausch die Situation ergeben, dass dann der junge Mensch jetzt da keine Miete mehr zahlen muss, sich aber vielleicht dann um den Einkauf kümmert. Also Wohnen mit Hilfe ist erstmal eine ganz tolle Idee. Das Problem ist nur die Umsetzung. Die jungen Menschen sind vielleicht mal gerade zu Hause ausgezogen und haben dann also wenig Interesse daran, sozusagen jetzt wieder für jemanden entsprechend zu sorgen. Und insofern, so das Ergebnis dieser Bachelorarbeit, sind diese guten Ideen sehr, sehr schwer umzusetzen. Und das gilt auch fürs Mehrgenerationenwohnen. Also hier gibt es in Bonn die Wahlgemeinschaften,
Das ist ja ein interessantes Projekt der Mehrgeneration, des Mehrgenerationenwohnens, aber die älteren Damen und Herren haben Schwierigkeiten, junge Personen für ihr Modell sozusagen zu gewinnen und in Anführungsstrichen zu akquirieren. Also insofern ist das, ja, ich weiß gar nicht, was man machen soll. Also vielleicht eine gewisse Beratung sozusagen nochmal geben, aber man kann die Menschen natürlich auch nicht zusammen zwingen, sage ich jetzt einfach mal. Frau Sturm, Sie sind hier auf dem Podium für die jungen Menschen zuständig. können Sie darauf reagieren, wie entscheiden junge Männer und junge Frauen danach, wo sie hinziehen wollen, was sie auch in die Städte zieht? Ist es vielleicht dieses, gut, nicht unbedingt mit alten Menschen zusammenwohnen zu wollen, aber welche Ansatzpunkte sind es? Also vor allen Dingen bei den jungen Frauen ist es, dass sie eigentlich ausprobieren wollen, wie sie leben wollen. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie gerade mal irgendwo ausflippen wollen, sondern schlichtweg ohne so eine starke Kontrolle einer kleineren Stadt oder eines kleineren Ortes und ohne die soziale Kontrolle von Familie und Nachbarschaft zu schauen, was ihnen wirklich gefällt. Aber dann ziehen Sie wahrscheinlich auch nicht zusammen mit alten Leuten, die Sie dann pflegen oder Ihnen helfen, oder? Nein, ich denke, das ist überhaupt nicht dann die erste Idee, die Sie haben, weil Sie müssen wirklich erstmal ein bisschen rausfinden, was Ihnen gut tut, was Ihnen gefällt, ne, wo Sie wirklich sein wollen. Und das machen Sie in der Regel auch sehr unauffällig und sehr ruhig und irgendwie. Deshalb, ich denke immer, in der Stadt fällt es nicht auf, dass hier so viele junge Frauen sind, die halt eine Mehrheit sind in ihrer Altersgruppe. Außer sie haben eine andere Wahrnehmung, aber das, was man statistisch einfach feststellen kann und was sie, wenn man offene Interviews mit ihnen macht, auch erzählen. Ich will nicht die Kontrolle vom Dorf und ich will nicht die Kontrolle der Nachbarn. Ich will einfach mal schauen, dass ich rausfinde, was ich selbst wirklich mit meinem Leben will. Und das machen sie ganz ruhig und, wie gesagt, auch eher unauffällig in der Stadt. Und probieren es aus und bleiben da und suchen dann durchaus auch Wohngemeinschaften oder irgendwas, aber nicht unbedingt dann gleich wieder mit irgendwelchen Seniorinnen und Senioren zu Hause, weil da haben sie auch schlichtweg Angst, dass die sie wieder irgendwie, ne, diese soziale Kontrolle, der sie gerade entronnen sind, die auch für junge Frauen einfach deutlich spürbar immer noch ist. Die jungen Männer sind anders. Die sind wirklich, die genießen es, dass sie im Hotel Mama einfach versorgt werden. Und die ziehen viel häufiger aus dem elterlichen Haushalt dann gleich in den Haushalt ihrer Freundin. Also die ziehen um von einer Versorgungssituation in die nächste. Und diese Phase, die die jungen Frauen machen, dass sie wirklich erstmal ausprobieren, was sie wollen, bevor sie überhaupt mal sich wieder auf irgendwas einlassen, mit wem sie zusammenwohnen wollen. Und hinterher übernehmen sie ja doch wieder dann die Versorgung ihrer Freunde, leider immer noch viel zu großem Umfang. Lassen Sie sich dann da wieder drauf ein, aber praktisch die jungen Männer, die bleiben erstmal, da ist die Waschmaschine, da wird gekocht und dann pendeln die lieber wirklich richtig lange Strecken, auch zum Beispiel in die Universität oder zu irgendeinem Ausbildungsplatz schlichtweg, weil das bequem ist. Die sehen überhaupt nicht ein, dass sie das selbst machen sollen und selbst ausprobieren sollen, wenn es doch so bequem ist. Das ist wirklich unterschiedlich. Aber die ziehen dann natürlich auch nicht mit Seniorinnen und Senioren zusammen, für die sie vielleicht ja etwas tun sollten, was sie noch nicht mal für sich selbst irgendwie produziert kriegen. So rum sehe ich das. Frau Kramer, Sie wollten das ergänzen. Ja, wir haben ja auch nicht nur nach dem Mehrgenerationenwohnen oder nach der WG jetzt generationsübergreifend, sondern nach der Senioren-WG auch gezielt gefragt. Und da gab es auch einen markanten Geschlechterunterschied, wenn überhaupt. Also gehört so viertes Ranking unter den Möglichkeiten, kann man sich auch die Senioren-WG vorstellen. Also sind vielleicht 30% allerhöchstens. Aber es sind deutlich mehr Frauen als Männer, die sich eine WG unter Seniorinnen vorstellen können oder Senioren. Und es gibt eine bestimmte Lebensstilgruppe. Das ist auch ein Exponat, das wir eben zu den Lebensstilen da unten haben. Wir haben die genannt Rolling Stone nach dem Musikmagazin, weil jetzt kommt eine Generation von Seniorinnen und Senioren, die WG erfahren ist, nämlich aus der Studentenzeit. Und diese Gruppe sagt, okay, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch eine Gruppe, die häufig nicht in traditionellen Familienverhältnissen lebt, die vielleicht wieder verheiratet ist, alleinerziehend, Singles, sind also ein ganz bestimmter Lebensstil, den die ausgeprägt haben und die sich die WG vorstellen können, die aber sagen, ich weiß ganz genau, in welchem Format.
nämlich klar abgegrenzte Privaträume, ein eigener Kühlschrank. Ich möchte mich nicht wieder mit jemandem drüber streiten, wer die vergammelte Butter hat liegen lassen. Also die sind WG erfahren, können sich es vorstellen, haben aber sehr klare Vorstellungen davon, wie es dann auszusehen hat, weil aus dieser Erfahrung sind ja nicht immer nur gute Erfahrungen, die man gemacht hat. Also da kommt eine Gruppe, die sich das durchaus eher vorstellen kann als frühere Generationen, eben aus der eigenen Biografie. Vielen Dank, Frau Sturm. Und da wird es dann ganz schwierig in den Städten, weil die suchen Häuser oder irgendwelche Konstellationen, wo das umsetzbar ist und die gibt es nicht. Wieso also, gibt es die nicht? Ja, weil wo gibt es Häuser, wo mehrere kleine Wohnungen frei sind, wo man meinetwegen mit 3, 4, 5, 6 Leuten in einem Haus wohnen könnte, mit offener Wohnungstür, aber bitteschön mit eigenem Badezimmer oder sowas. Ne? Und durchaus noch einen gemeinsamen Raum hat, wo man auch abends zusammen Fernsehen guckt und zusammen kocht und zusammen isst. Und solche Wohngrund- oder Hausgrundrisse gibt es schlichtweg nicht. Sowas hat es in 20er Jahren schon mal gegeben, in Form von Boardinghouses und sonst was. Auch übrigens in Folge von Frauenbewegung und Frauenerwerbstätigkeit, weil die mochten in den 1920er Jahren sowas auch schon mal. Aber so etwas hat sich in unseren Städten überhaupt nicht durchgesetzt. Und das heißt, wenn in den Städten so etwas irgendwie sich etablieren sollte, dann müsste man stark Häuser umbauen. Beziehungsweise man bräuchte auch Investoren, die Häuser von vornherein so bauen, dass das überhaupt möglich wäre. Hier in Bonn, also auch diesem Projekt, was ich auch kenne von den Wahlverwandtschaften, die dann auch Häuser kaufen als Gruppe, um die dann entsprechend so umzugestalten, dass sie dort so einziehen können. Sonst ich gucke da immer mal, weil ich selbst Interesse an so etwas hätte, aber ich weiß nicht, wie das zu finden ist, ehrlich gesagt. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen mitdiskutieren wollen, melden Sie sich einfach. Wir haben hier vorne ein Saalmikrofon, das dann zu Ihnen hinläuft und dann können Sie was sagen. Wenn das noch nicht der Fall ist, würde ich gerne ein Thema ansprechen. Wir haben gesagt, es gibt unter... Ah, da doch, ja, jetzt. Ganz da hinten, der Herr mit Bart. Ja, guten Abend. Sagen Sie uns ganz kurz, wer Sie sind. Ja, wollte ich gerade sagen. Danke. Mein Name ist Marco, ich komme vom Mehrgenerationenwohnprojekt aus Rheinbach. Das ist ein Projekt, was von einem Verein mit Leben gefüllt wird, dem Verein Wir. Und speziell auf dieses Angebot Senioren-WG haben wir eine Antwort. Wir haben also eine Senioren-WG angeboten, die besteht aus 7 Einheiten, 7 Apartments und einem großen Gemeinschaftsraum. Es war eine ganz interessante Entwicklung. Am Anfang lief das sehr schleppend an. Die Senioren, die sich für die WG interessierten, sind dann umgeschwenkt auf ein Zwei-Zimmer-Apartment. Also dieser Gemeinschaftsraum und so, das war doch für viele ein bisschen bedrohend, sage ich mal, oder zu fordernd. Und dann ist eine Entwicklung eingetreten, die wir auch nicht voraussehen haben können. Es gab dann mehrere Senioren, die den Anfang gemacht haben, zu sagen, waren es 3. Und dann kamen plötzlich Studenten dazu und sagten, ach, ich bin mit meiner Oma immer gut klargekommen, ich kann mir das gut vorstellen. Und das hat bis jetzt sehr gut geklappt, dieses Jung und Alt in einer WG. Also nur so viel funktionieren tut das schon. Und was sie sagt mit den baulichen Voraussetzungen, das ist natürlich ein ganz großes Problem. Die müssen einfach gegeben sein. Und Stichpunkt Barrierefreiheit und so weiter, jeder sein eigenes Bad, das ist einfach die Grundvoraussetzung. Wenn das nicht gegeben ist, kann es meiner Meinung nach nicht funktionieren. Danke. Herr Wiegand, haben Sie bei Ihren Untersuchungen solche Trends festgestellt bei der Wohnstandortentscheidung? Ziehen die jungen Leute zu den Alten dazu? Also es gibt bestimmt Fälle, aber ich glaube, dass das noch nicht die Regel ist. Ich finde das toll, dass das bei Ihnen funktioniert und man sollte das wirklich auch propagieren, sozusagen, weil das ja hilfreich sein kann, mit dem demografischen Wandel umzugehen. Aber ich glaube, Sie sind eine relative Ausnahme. Wir haben da vorne noch eine Meldung. Ja, guten Abend. Dagmar Pickert ist mein Name. Und ich wäre an so einem Projekt interessiert, wie es Frau Dr. Sturm gesagt hat.
Ich habe eine ehemalige Kollegin, die 10 Jahre älter ist als ich, die hat an einem Projekt vom ASB in Aachen teilgenommen, wo so ein Haus neu gebaut wurde. Aber wie Sie das sagten, man braucht einen Projektträger. Und das Projekt hieß Stadthaus, also ein Haus in der Stadt, Stadthaus, Stadthaus. Dann haben die viele ihre Häuser verkauft, ja, und haben dann dieses Haus mit vielen unterschiedlich großen Wohnungen gebaut. Ja, man braucht einen Träger, man braucht die Leute, die das Geld geben, man braucht von der Stadt oder der Gemeinde, braucht man Land, um so ein Haus zu bauen. Und ich glaube, es ist günstiger, ein neues Haus zu bauen, als ein altes umzubauen. Aber wenn es gleich herauskommt, spielt das ja keine Rolle. Ich bin eigentlich heute hier hingekommen mit dem Gedanken, Hinweise zu bekommen, wie man sowas auf die Beine stellt, wie man anspricht, wie man das macht. Ich wohne in Wesseling in einem Viertel, wo wir in den 70er Jahren, als wir ein Jahr bevor wir von Köln eingemeindet wurden, haben wir ein Bauland von damals der Gemeinde Wesseling bekommen und wir waren alle im gleichen Alter und altern auch alle gleich. So, dass ich jetzt an ein Projekt denke, das sind so 100 Häuser in 3 Sackgassen. Dass man da, dass ein Träger so ein Haus aufkauft, was eine Anlaufstelle ist, wo vielleicht eine Schwester oder ein Sozialarbeiter sitzt, was eine Anlaufstelle ist zur Pflege. Und ja, was man so im Alter braucht, dass man da eine Anlaufstelle hat, wo man hingehen kann, um Gesellschaft zu haben, wo aber auch eine Krankenschwester ist, die in die Häuser geht. Ich denke, dass man das machen kann. Aber wie stellt man das auf die Beine? Vielen Dank. Frau Sturm, gibt es Reaktionen der Städte und Gemeinde auf diesen Faktor? Das ist ja jetzt kein unbekanntes Problem. Reagieren die Städte und Kommunen darauf, auf diese Wünsche, dass man einfach Häuser schafft, die für die Senioren besser geeignet sind? Also in der Regel reagieren die oder machen die Kommunen diesbezüglich nichts, weil die haben so viel anderes am Hut, dass sie sich einfach für so etwas, was eigentlich immer noch Ausnahmesachen sind, eigentlich nicht kümmern. Im Augenblick gehen solche Sachen eigentlich wirklich nur, indem sich dann so Nachbarschaften zusammenschließen und selbst irgendwas initiieren und dann versuchen, über die lokale Zeitung, ne, irgendwie auch einen Verein zu gründen und es darüber zu machen. Wenn man dann Verein ist und eine gewisse Idee hat, dann kann man damit schon mal dann zur Kommune gehen und sagen, ne, wir brauchen ganz gezielt eure Unterstützung da und dafür. Aber diese ganze andere Arbeit ist in der Regel eine, die aus so einer Gruppe entstehen muss und auch erst ganz viel Vorlaufarbeit machen muss, weil also die Kommunen von sich aus, außer im Ausnahmefall, die gibt es sicher, aber die kenne ich jetzt nicht, ne, bieten da nichts an. Sie hatten es gerade schon beschrieben aus Wesseling, aus Ihrem Wohngebiet. Frau Kramer hat es ganz am Anfang schon erwähnt, die Leute, die ins Umland gezogen sind, bleiben auch dort, werden dort gemeinsam, ganze Generationen werden gemeinsam alt. Wir haben jetzt niemanden von den Städten und Kommunen hier, deswegen stelle ich Ihnen trotzdem diese Frage, Frau Kramer. Was erwarten denn diese Leute dann in ihren suburbanen Strukturen? Also müsste man Ärztehäuser dorthin schaffen, müsste man Straßenbahnen hinbauen? Wie könnte man diese Leute gut dort alt werden lassen? Die Gemeinden, in denen wir befragt haben, die sind allesamt noch relativ nah an den Städten, also diese wirklich suburbanen Gemeinden, und sind auch gut angebunden. Dort herrscht das Problem der Infrastrukturversorgung noch nicht in dem Maße. Also unsere zukünftigen Ideen, ich werde mich mit Frau Pfaffenbach im Sommer treffen und wir werden versuchen, ein Nachfolgeprojekt zu beantragen. Da soll es dann um den weiteren Ring, eben nicht den engen Suburbanen, sondern den etwas entfernteren. Und in dem treten die wirklichen Probleme auf. Also vom ländlichen Raum will ich noch gar nicht sprechen, aber graduell die Distanz zu den Städten wird diese Problematik verschärfen, und zwar mit jedem Meter. Die Städte, die wir jetzt, oder die Gemeinden, die wir im suburbanen Umland untersucht haben, haben fast alle noch den S-Bahn-Anschluss.
Dadurch ist die Versorgung mit Ärzten zum Beispiel noch gewährleistet. Dann, wenn wirkliche Pflegebedürftigkeit kommt, sind natürlich die mobilen Dienste angesagt. Aber wie gesagt, die Region, die wir in unserem Untersuchungsgebiet hatten, da ist das alles noch machbar. Das sind alles noch geringe Distanzen. Aber wenn ich höre, jetzt Umgebung Karlsruhe, ein Immobilienmakler sagt mir, das spricht auch die Problematik an, die Klaus-Christian Wiegand gerade benannte, der sagt mir, es gibt eine rote Linie, Bretten im Kraichgau, da nimmt ein Immobilienmakler im Moment gar keine Immobilien mehr an. Da kommen diese Häuser von Seniorinnen und Senioren, die vielleicht verkaufen wollen, in die Nähe der Kinder ziehen wollen, vielleicht tatsächlich in die Stadt. Da gibt es keinen Markt mehr. Es gibt keine Familien, die diese Häuser mehr kaufen wollen. Da sind kaum Arbeitsplätze. Und dieses Familienmodell, Mutti bleibt zu Hause, Vati pendelt in die Stadt, ist nicht mehr. Das heißt, da gibt es einen Immobilienmarkt, der gar nicht mehr, da gibt es Immobilien, die sind nicht mehr entweder unter Wert, also unter dem Wert, den sich die Seniorinnen und Senioren vorstellen, oder gar nicht mehr vermittelbar. Die sagen, sie nehmen nur noch Objekte von Kunden, die andere interessante Objekte haben. Aber hinter Bretten, ein Einfamilienhaus aus den 70er Jahren, nimmt dieser Makler nicht mehr auf. Und er sagt dann seine Kollegen genauso. Und da kommen die ganz ernsten Versorgungsprobleme. Da werden Immobilien, und in neuen Bundesländern wird das noch schärfer sein, da kommen Immobilien auf einen Markt, den es nicht mehr gibt. Und da ist die Idee, sich im Alter mit einer Immobilie quasi eine Sicherheit und einen gewissen Rückhalt geschaffen zu haben, die verpufft. Und diese Regionen sind natürlich die, in denen dann auch diese ganzen Versorgungsproblematiken kommen. Also aus dem Bereich, den wir untersucht haben im Moment, würde ich sagen, da gibt es diese Problematik noch nicht. Aber ich denke, das wird auch in den alten Bundesländern, wird es in den periphereren Regionen das Thema sein und in den neuen Bundesländern wahrscheinlich noch verschärfter. Also das kommt. Herr Wiegand, Sie nicken die ganze Zeit. Sie haben den Raum Halle Leipzig auch untersucht. Ist das genau dort der Fall? Denn da sinken ja die Mieten und wahrscheinlich ist es nicht mehr so attraktiv, drumherum zu wohnen, oder? Ja, also Leipzig ist ein Sonderfall, sage ich jetzt mal. Das ist eine Stadt in den Ostdeutschen, also in Ostdeutschland sozusagen, die eher sozusagen noch wieder wächst. Ich bin nicht zugeschaltet, so. Also Leipzig ist ein Sonderfall, aber ich nicke deswegen, weil wir auch in Nordrhein-Westfalen genau die Situation haben, die Caroline Kramer hier anspricht. Also wenn wir ins Sauerland gehen und sozusagen ja, in einen Bereich gehen, der eben nicht mehr durch den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen ist, dann finden wir genau diese Situation vor, die Caroline Kramer beschrieben hat. Und an der Stelle wird es natürlich auch schwierig, sozusagen, wenn man dann aufs Auto angewiesen ist. Das ist ja im Alter auch ein hohes Problem sozusagen. Irgendwann ist man eben dadurch, dass man ja nicht mehr in der Lage ist, Auto zu fahren, kommt man in eine große Schwierigkeit, sich dann eben entsprechend zu versorgen. Und an der Stelle denke ich, dass Nachbarschaftshilfe nochmal wieder ein zentrales Moment wird, ohne dass ich mich jetzt an der Stelle in dieser Thematik wissenschaftlich jetzt mit auseinandergesetzt habe, sondern das eher sozusagen aus meinem alltäglichen Umfeld irgendwie kenne, dass da Nachbarschaftshilfe eine sehr zentrale Rolle spielen kann und vielleicht auch motivierend sein kann, sich da nochmal zu engagieren, sage ich jetzt einfach mal, auch sich zusammenzuraufen sozusagen, um mit dieser entsprechenden Situation umzugehen. Vielen Dank. Es gab nochmal Meldungen aus dem Publikum und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, einmal da hinten und dann der Herr vorne und dann ganz vorne. Henrich Fenner, Wahlverwandtschaften hier in Bonn. Wir sind zu mehreren hier aus dem Verein, weil uns natürlich neue Entwicklungen interessieren. Das gehört zu unserem Programm im Verein, solche Dinge zu beobachten. Ich wollte nochmal das Thema sozialer Wohnungsbau ansprechen. Das ist ja vorhin schon mal angeklungen. Wir haben bisher bei den drei Objekten, die verwirklicht sind hier in Bonn, hier in der Heerstraße, an der Kennedy-Allee und in Duisdorf, einen Mix gehabt aus Eigentumswohnungen, frei vermietbaren Wohnungen und sozialem Wohnungsbau. Das ist eigentlich auch Programm des Vereins. Wir stellen aber jetzt fest, dass kein Investor bereit ist, oder jedenfalls der Investor, mit dem wir bisher zusammengearbeitet haben, nicht bereit ist, Sozialwohnungen zu bauen, weil es absolut unwirtschaftlich ist. Selbst bei besserer Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen ist er eben nicht bereit, weil die Zinsentwicklung eben so nach unten gegangen ist, dass es sich absolut nicht mehr rechnet. Und jetzt wurde ja vorhin gefragt, was können Städte tun? Städte können natürlich eins tun, was ja andere Städte, ich mal glaube München hat es schon getan, bei neuen Bebauungsplänen einen Mix vorzuschreiben. Das ist ja hier in Bonn auch im Gespräch. Ob das kommt, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich
eine ganz mühsame und sehr langwierige Geschichte, denn es kann ja nur für neue Bebauungspläne greifen. Und ich meine, wer weiß, wie lange ein Bebauungsplan braucht, bis er dann mal wirklich verabschiedet ist. Der kann sich also vorstellen, wie lange das hier für das Stadtgebiet Bonn dauern würde. Wahrscheinlich, weiß ich, 20, 30 Jahre. Und das ist natürlich eine Zeitdauer, die ist absolut untragbar eigentlich. Insofern ist auch die Frage, ob die gesetzlichen Rahmenbedingungen, um so etwas dann einzuführen, hier in Bonn oder anderswo, ob die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht eigentlich geändert werden müssten. Darf vielleicht einfach ergänzen, das geht auf angespannten Wohnungsmärkten, da mag das vielleicht gehen sozusagen, aber in eher schrumpfenden Regionen ist es sehr schwierig, ist die erste Anmerkung dazu. Und die zweite ist, man muss schauen, dass man dann Investoren findet, die sich sozusagen auch auf diese Bedingungen einlassen. Und mir ist das auch aus Köln bekannt, dass das durchaus schwierig ist, dass Investoren dann eben davon zu überzeugen, auch Sozialwohnungen dann zu bauen. Also allein sozusagen es vorzuschreiben, ist wahrscheinlich nicht ausreichend. Weil es sich nicht rechnet, oder? Weil es sich nicht rechnet. Ja, es gab hier vorne aber schon ganz lange eine Wortmeldung. Sie kommen auch noch gleich dran. Ja, Ulrich Merker von der Initiative zur zivilen Nutzung der Ermekeil-Kaserne. Das schließt so ein bisschen an das, was der Kollege erzählt hat. Also ich sehe das eigentlich gar nicht so pessimistisch, was die Möglichkeiten eben auch der kommunalen Einflussnahme anbetrifft. Also ich habe den Eindruck, dass sich das tatsächlich in der städtebaulichen und städteplanerischen Diskussion immer stärker durchsetzt, eben dass diese Durchmischung von Wohnvierteln und ganz bewusst eben auch soziale Durchmischung und auch interkulturelle Durchmischung, dass die durchaus gewollt wird und auch die entsprechenden Bedingungen dafür möglicherweise geschaffen werden. Also wir wollen ja in der Ermekeil-Kaserne auch ein intergenerationales Wohnprojekt mit befördern und auch ein Debattenforum sozusagen auch das interkulturelle Zusammenleben eben schaffen. In einer internationalen Stadt wie Bonn ist das auch durchaus angebracht. Sie sprachen vorhin, Frau Kramer, von der Vermarktwirtschaftlichung eben des Wohnungssektors. Ich denke, also die Situation wird sich ja so zuspitzen in den nächsten Jahren, dass zwangsläufig eigentlich die soziale Komponente wieder stärker an Oberhand gewinnen wird. Abgesehen auch davon von dem demografischen Faktor, dass eben tatsächlich auch viele kreative Alte sozusagen heranwachsen, die sich nichts mehr sagen lassen, sondern sehr stark auch eben selbst in die Initiative gehen, Baugenossenschaften mitgründen oder mitbefördern, also sehr, sehr viel mehr an neuer Nachbarschaft auch praktisch werden lassen. Das ist zumindest also unsere Hoffnung auch. Wollen Sie gleich reagieren? Ja, wenn ich darf, würde ich da kurz drauf reagieren. Ich bin da so ein bisschen zweifelnd, ob das mit der sozialen Mischung wirklich sich einstellen wird. So, dass das gewünscht ist, soziale Mischung, da würde ich Ihnen zustimmen. Aber dass die Marktmechanismen eindeutig sozusagen Richtung Segregation tendieren, das ist auch in Deutschland durchaus zu beobachten. Das ist sogar in Godesberg zu beobachten, wo wir mit einer Diplomarbeit oder eine Diplomarbeit das festgestellt hat, innerhalb eines Zeitraums von 6 bis 7 Jahren über verschiedene Indikatoren man kleinräumig feststellen kann, wie die Schere auseinandergeht. Und das ist auch in vielen, vielen anderen deutschen Städten sozusagen zu beobachten. Das ist ein trauriger Fakt. Politik, finde ich, muss da reagieren. Aber es ist nicht leicht, sozusagen, das zu tun. Punkt vielleicht erstmal. Okay. Frau Rateike, wollten Sie was sagen? Oder sonst haben wir da hinten noch den Mann. Okay, dann hatten wir da hinten, genau, der Herr aus Rheinbach wollte noch was sagen. Also erstmal wollte ich sagen, dass es ganz toll ist, dass hier so einige Projekte vertreten sind. Man merkt, das Thema ist ja doch immer wieder, kommt ja immer wieder hoch. Dann wollte ich noch nur eine Anmerkung machen zu dem sozialen Wohnungsbau. Die Konditionen, es geht nicht nur um die Konditionen. Die Konditionen sind vielleicht nicht so interessant und die Bindung ist sehr lang. Aber
Und das ist ganz klar ein Hilferuf im Prinzip, ein Appell an die Politik. Es ist einfach nicht zu handeln. Das Instrument sozialer Wohnungsbau, sprich die Finanzierung, jetzt wird es ein bisschen fachlich, aber den dornigen Weg hat, glaube ich, jeder gehen müssen, der sozialen Wohnungsbau befürwortet bzw. realisiert hat. Es ist mit dieser NRW-Bank, diesem Monster, ist es einfach nicht zu handeln. Und ich glaube, diese bürokratische Hürde, die ist mindestens so groß und so abschreckend wie im Moment das niedrige Zinsniveau. Ne? Also da auch selbst bei den neuen Bedingungen, ich weiß nicht, ob die neuen Förderbedingungen allgemein bekannt sind, die sind ja wesentlich interessanter für Investoren, aber selbst da sagt jeder, um Gottes Willen, dann habe ich ja mit der NRW-Bank zu tun. Ne? Vielen Dank, das nehmen wir gleich auf. Wir haben aber direkt hinter Ihnen noch eine Meldung, die würde ich noch mitnehmen. Ja. Hallo, ich bin Carina Lange, ich bin Lotsin hier auf der MS Wissenschaft und ich habe seit 2 Jahren in einer WG gewohnt mit einer 82-Jährigen und einem 84-Jährigen. Und ich muss sagen, das hat sehr gut geklappt. Und nochmal dazu, von wegen, es sei, die Jugendlichen seien nicht daran interessiert, mit älteren Menschen zusammenzuwohnen. Was ich oft gehört habe und was bei Studenten eigentlich das Hauptproblem ist, dass die Wohnungspreise explodieren. Und da ist es einfach so, dass es ja auch von den jungen Leuten da Bedarf gibt. Also die Preise sind einfach viel zu hoch und es gibt total viele ältere Menschen, die teilweise irgendwie zu zweit in einem Haus wohnen oder ganz alleine, aber irgendwie total viele Zimmer frei haben. Bei mir war das so, es waren 6 Kinder im Haus, die waren natürlich alle erwachsen und habe ich mit einer Freundin da bei denen mit im Haus gewohnt und es hat super geklappt. Und das war in Frankreich und da ist es auf jeden Fall so total gang und gäbe, dass Studenten vor allem in den ersten Jahren des Studiums erstmal bei irgendeinem Vermieter mit im Haus wohnen, also oft bei älteren Menschen und da ist es wirklich total normal. Und ich frage mich immer, warum das in Deutschland nicht so ist, das ist total schade. Und deshalb finde ich, muss man da eigentlich eher so Werbung für machen und vor allem die älteren Menschen auch dafür begeistern, dass es einfach klappt. Weil bei mir war es super und ich kann das nur jedem empfehlen, weil es waren günstige erste 2 Studienjahre und dann habe ich jetzt angefangen in der WG auch zu wohnen, weil irgendwann möchte man das wirklich nicht mehr. Aber gerade weil, nein, irgendwann möchte man was anderes haben und auch mal auf eigenen Beinen wirklich stehen. Aber gerade wenn man anfängt zu studieren und die Studenten werden ja immer jünger mit dem Abitur, was auch immer früher gemacht wird, das sehe ich einfach als Chance, weil wenn man dann in eine neue Stadt geht, dann ist man vielleicht erst 17 und dann ist man vielleicht ein bisschen überfordert, wenn man dann alleine wohnt. Und dann erstmal in so eine Generationen-WG zu ziehen, das ist wunderbar und ich finde, da sollte man einfach ja, mehr Werbung für machen. Und wie gesagt, ich bin da überzeugt von und ich finde, man muss es einfach nur bekannt machen, dass es geht. Vielen Dank. Sie haben einen Aspekt angesprochen, den wir noch gar nicht hatten, das ist der Blick über den Tellerrand. Sie sagten, in Frankreich ist es gang und gäbe. Ist es denn die Situation, die Sie jetzt alle drei hier beschrieben haben, ist es eine sehr, sehr spezielle für Deutschland, diese sehr starke, man bleibt da, wo man ist, man zieht auch eigentlich nicht so gerne in, sei es Senioren-WGs oder Mehrgenerationenhäuser? Der Erste, der von Ihnen zuckt, darf reden. Also ich kann einfach berichten davon, dass ich am Freitag einen Vortrag im BBSR gehört habe, wo es um den spanischen Wohnungsmarkt ging und wo im Augenblick die großen Schwierigkeiten einfach in der jungen Generation vorhanden sind, überhaupt einen Arbeitsplatz zu finden und wo das natürlich dazu führt, dass man eben bei Mama quasi bleibt. Also das ist eine spezifische Situation jetzt in Spanien, die dann aber auch gar nicht jetzt im Augenblick zumindest mit der deutschen Situation zu vergleichen ist. Also das ist das Erste, was mir durch den Kopf schießt auf Ihre Frage. Das andere ist, ich glaube, da muss man jede Gesellschaft für sich anschauen. Ich sehe Herrn Laux und denke an die USA und da gibt es natürlich eine ganz andere Mobilität sozusagen als in Deutschland und insofern ist die Frage, glaube ich, nicht so ganz leicht zu beantworten und deswegen zucken wir hier alle so. Frau Kramer. Na, ein Aspekt, der bei uns diese hohe Persistenz immer wieder begründet, ist natürlich das Wohneigentum. Jetzt ist das Wohneigentum in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ja noch gering. Deswegen, ohne es jetzt zu wissen, das wäre ja auch eine weitere Idee für ein interessantes Forschungsprojekt, würde ich unterstellen, dass dort, wo die Wohneigentumsquote höher ist, die Persistenz wahrscheinlich noch höher ist, weil Wohneigentum bindet in der Regel. Wir haben allerdings auch aus den
Ja, das muss in den USA, ist es garantiert alles ganz anders, da bin ich mir ganz sicher. Ich denke jetzt an unsere europäischen Nachbarländer, aber das wäre jetzt eher im Spekulativen. Wir haben auch in unseren Untersuchungsstätten, die eben Norden, Osten, Westen, Süden waren, auch Tendenzen, dass wir zum Beispiel in den neuen Bundesländern sehr hohe Persistenzquoten hatten, wo aber die Wohneigentumsquote niedrig ist. Also wir haben die höchsten Quoten zur Persistenz in den suburbanen Umlandgemeinden der westdeutschen Städte. Wir haben aber auch sehr hohe in den neuen Bundesländern, am allerhöchsten in den neuen Bundesländern suburban. Ich unterstelle, da sind es die Häuser und Wohnungen, die vor nicht allzu langer Zeit erworben oder gebaut wurden. Natürlich verlässt man, hat man keine Pläne, das Haus zu verlassen, das man gerade vor 12 Jahren gebaut hat. Aber es ist jetzt, bewegt sich im Spekulativen. Gut, dann hören wir auf zu spekulieren. Wir haben, genau. Ich würde genau die umgekehrte These formulieren, auch aus gewisser Erfahrung. Da, wo wir ein hohes Wohneigentum haben. Sagen Sie uns ganz kurz, wer Sie sind. Laux ist mein Name, von Universität Bonn, Kollege von Herrn Wiegand. Ich glaube, da ist genau umgekehrt. Da, wo das Wohneigentum, die Wohneigentumsquote sehr hoch ist, ist die Persistenz geringer. Warum? Weil da die Möglichkeit, bei einem Wechsel, bei einer Mobilität, ein neues Wohneigentum zu erwerben, sehr viel höher ist, als da, wo wir eine geringe Quote haben. Ich glaube, das ist nicht untypisch, dass da, wo wir eine ganz geringe Quoten haben, im Ostdeutschland, dass wir da eine ganz besonders hohe Persistenz haben. Denn wer da mal ein Wohneigentum erworben hat, der hält daran fest. Er hat ja eine geringe Chance, bei einer Mobilität ein neues zu finden, weil gar nicht so viel auf dem Markt ist an Wohneigentum. Und da, wo der Markt sehr breit ist, ist die Persistenz geringer. Es klingt vielleicht ein bisschen absurd auf den ersten Blick, aber ich glaube, dass einfach die Wahlmöglichkeiten sind da stärker. Und deshalb ist man auch eher bereit zur Mobilität zwischen dem Wohneigentum. Ich kenne das jedenfalls in den USA, da wird sehr viel häufiger, wird da das Wohneigentum gewechselt. Das ist also gang und gäbe ist das da. Dankeschön. Geben Sie das Mikrofon gleich zwei, genau. Ja, also ich möchte nochmal dieses Stichwort der Entankerung aufgreifen und auch das sehr schöne Beispiel von der jungen Lotsin, ne? Lotsin war das, ja. Das Problem hier in Deutschland, glaube ich, mit diesem Generationendialog ist schon ein spezifisch deutsches. Hat schon sehr viel mit deutscher Geschichte zu tun. Und also typischerweise wird ja sehr häufig das Projekt oder die Vision, Generationen sollen zusammenleben oder Nachbarschaftshilfe zwischen Jung und Alt, auf diesem Hilfeaspekt reduziert. Das Entscheidende oder womit man ja wirklich auch ein bisschen in die Offensive gehen kann oder das propagieren kann, ist ja der Lerneffekt, der enorme Lerneffekt, der darin auch enthalten sein kann. Sowohl für Alte, die mit dem völlig neuen Arbeitsbegriff und Arbeitsorganisation schlechter klarkommen, als auch umgekehrt, dass Jugendliche eben mit den reichen Erfahrungen von älteren Leuten eben auch stärker eben damit konfrontiert werden können. Und ich meine, dieses Problem der Persistenz, das deutet ja schon auch auf eine starke Verwurzelung oder stärkere Verwurzelung, Verortung der Leute in ihrer Umgebung hin. Während die Haupttendenz ja heute eben immer mehr ist, sozusagen, ist eigentlich relativ belanglos, wo ich wohne, Hauptsache ich mache die entsprechende Kohle und habe den entsprechenden sozialen Status. Das ist, glaube ich, eine verhängnisvolle Tendenz, der man auch entgegenwirken sollte, auf kommunalpolitischer und politischer Ebene. Vielen Dank. Wollen Sie darauf reagieren, Herr Wiegand? Ja, das Stichwort Entankerung möchte ich nochmal gerne aufnehmen. Also weil das ist ja das, was jetzt vielleicht nicht so sehr die Alten jetzt betrifft, aber diejenigen, die sozusagen im Berufsleben stehen und die diese innerstädtischen Quartiere sozusagen aufsuchen, die ja viele von uns so lieben. Und ich glaube, dass diese räumliche und zeitliche Entankerung quasi, diese Trends sozusagen in der Arbeitswelt dazu führen, dass diese Quartiere, diese innerstädtischen Quartiere à la Südstadt, sage ich jetzt hier in Bonn oder auch Nordstadt, so beliebt sind. Weil das sind gemischte Quartiere sozusagen und man findet eine gewisse sozusagen emotionale Beziehung in diesen Quartieren und man hat seine 2, 3 Kneipen um die Ecke
und man hat irgendwie noch einen Lebensmittelladen da um die Ecke. Und bei all dem beruflichen Stress, den man sozusagen hat, hilft diese Nutzungsmischung, den Alltag zu organisieren. Und dafür zahlt man auch. Und damit ist man sozusagen ja, zahlungskräftig und verhindert vielleicht auch, dass ältere Menschen in diese Quartiere dann eben ziehen können. Das hatten wir ja eben schon mal. Und dann kommt noch eine andere Sache hinzu, die wir noch gar nicht sozusagen jetzt besprochen haben, was jetzt aus unseren Ergebnissen eben auch nochmal stammt, dass Images und Bilder und Wahrnehmung von bestimmten Quartieren eine hochgradige Rolle spielen, neben sozusagen auch diesen finanziellen Möglichkeiten. Wir haben quantitativ gearbeitet, also klassisch mit Fragebogen, wir haben auch viele Gespräche geführt. Und in diesen Gesprächen taucht das immer wieder auf sozusagen. Wenn man einen jungen 30-jährigen kreativen Menschen in Köln sozusagen nach seiner Wohnstandortentscheidung fragt und er kommt von außerhalb, dann fällt für den erstmal das Rechtsrheinische raus. Vollständig sozusagen. Da gehe ich nicht hin. Und dann guckt er weiter sozusagen. Dann guckt er im Norden, oh, ist auch nicht so toll. Dann guckt er irgendwie ganz weit im Westen, ist auch nicht so toll. Und wo bleibt er hängen? Lindenthal, Ehrenfeld, Sülz, so, das sind die Stadtteile. Und nur da hat dieser Mensch gesucht sozusagen. Und da könnte ich Ihnen viele andere Beispiele nennen, auch von älteren Menschen, die in die Stadt zurückgekommen sind, die ganz klar sozusagen wissen, in welchen Stadtteil sie wollen, weil da bestimmte Assoziationen auch ablaufen, weil da bestimmte Images mit verbunden sind und auch ganz konkrete Vorzüge mit verbunden sind für die Bewältigung dieses stressigen Arbeitslebens oder dieses stressigen Arbeitsalltages. Dankeschön. Ich würde... Genau, deswegen würde ich auch sagen, die soziale Segregation, die nimmt zu. Das sind ja Menschen, die dazu beitragen, weil dadurch sozusagen den anderen diese Möglichkeiten nicht eröffnet werden. Deswegen würde ich sagen, soziale Segregation in Deutschland, und das kann man auch messen an verschiedensten Indikatoren sozusagen, die nimmt eindeutig zu. Ich würde gerne auch noch auf ein Thema eingehen, was wir noch gar nicht hatten. Das waren Menschen mit Migrationshintergrund, aber... Dankeschön. Okay, genau in die Richtung ging nämlich auch meine Frage. Also Frau Kramer hat ja in ihrer Erklärung, was ist der demografische Wandel, auch gesagt, wir werden nicht nur weniger und älter, sondern wir werden auch vielfältiger. Bei Ihnen klang es schon mal an, Sie versuchen das in Ihrem Projekt, das Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft oder unterschiedlicher kultureller Herkunft zu gestalten. Haben Sie, also es wäre jetzt meine Frage im Grunde genommen an das ganze Podium, spielt jenseits von Fragen des sozialen Wohnungsbaus und so die Frage oder der Aspekt eine Rolle, also was bedeutet der starke Zuzug von Migranten aus unterschiedlichen Ländern für das Wohnen im Zuge des demografischen Wandels? Verändert sich da was? Beobachten Sie da etwas? Also ganz allgemein erstmal die Frage. Frau Kramer, Sie nicken schon. Ja, aus unserer, wir haben ja eine zweigeteilte Befragung, eben auch mit standardisierten Interviews, aber auch mit qualitativen Interviews. Und vor allem der Projektteil, den Frau Pfaffenbach in Aachen behandelt hat, da gab es relativ viele Interviews und auch ganz gezielt wurden Personen mit Migrationshintergrund angesprochen, zum Teil mit Dolmetscher, also dass man wirklich sehr gute Interviews dazu hatte. Tendenz daraus, auch wenn das natürlich nicht repräsentativ ist, ältere Menschen mit Migrationshintergrund bleiben, das ist jetzt nichts Neues, auch sie bleiben, auch sie ziehen nicht zurück, das wissen wir schon lange, dass diese Grundidee, Gastarbeiter kommen und gehen dann wieder, dass die überhaupt nicht funktioniert. Sie bleiben vorwiegend aus dem Grund, dass ihre Familie, sprich ihre Kinder und Enkel hier sind. Der familiäre Hintergrund, den man hat vom Herkunftsland, der bleibt bedeutsam. Dort gibt es vielleicht auch eine Immobilie, in der dann Verwandte leben. Die sucht man regelmäßig auf, mehrere Wochen im Jahr im Sinne der Multilokalität. Aber die Bindung an Deutschland ist vor allem durch die starke Bindung an Kinder und Enkel, die noch stärker ist als in vielen deutschen Familien, die oft auch im nahen Umfeld leben. Also da wird dezidiert noch stärker die Nähe zu der jüngeren Generation gesucht und die jüngere, zweite, dritte Generation ist hier. Insofern ist dieses Thema Persistenz aus den Interviews, die ich jetzt kenne, noch, also würde ich mal sagen, mit einem noch stärkeren Strich, also noch stärker zu unterstreichen. Frau Sturm, wie sieht es aus mit der Generation, die danach kommt, den neueren Zuwanderern? Ich muss unterscheiden, also ob ich hier in Deutschland die zweite oder dritte Generation, nämlich die Kinder und die Enkel, habe.
die bleiben häufig in den ähnlichen Stadtquartieren wie die Eltern auch. Und dann hängt es eher davon ab, aus welchen Herkunftsländern sie kommen, wo sie in der Stadt leben. Weil also zum Beispiel die ganzen Zuwanderinnen und Zuwanderer aus südeuropäischen Ländern, die aus dem ganzen Mittelmeerbereich, die ziehen ganz häufig wirklich sehr innenstadtnah, während Zuwanderinnen und Zuwanderer, die aus Polen, Rumänien, Russland etc. kommen, die sind sehr oft in kleineren Städten und sind sehr oft am Stadtrand und legen hohen Wert darauf, oft wieder ihr Einfamilienhaus irgendwie wo zu haben. Also ich habe ganz unterschiedliche Präferenzen, wo aus welchem Herkunftsland praktisch, wo ich dann hier Migrantinnen und Migranten oder ihre Kinder und Enkel in Deutschland habe. Die, die jetzt neu kommen, weil im Augenblick, denke ich, haben wir wieder eine ganz neue Zuwanderungswelle, die ganz anders kommt. Im Augenblick kommen sehr, sehr viele aus den Mittelmeerstaaten hochgebildet, teilweise vor Ort angeworben. Also die Deutsche Post und die Telekom machen ihre Anwerbegespräche inzwischen mitten in Madrid ganz regelmäßig quasi, um ihre neue Generation von Elektrotechnikern etc. direkt in Madrid quasi mit den Bewerbungsgesprächen anzuwerben. Die kommen also mit einem Hochschulabschluss in der Regel auch schon im Goethe-Institut gut Deutsch gelernt und sie gehen dahin, wo dann, was weiß ich, die Telekom sagt, hier biete ich Ihnen eine Wohnung an. Also die gehen im Prinzip gleich in die Stadtquartiere, wo im Prinzip ihr Arbeitgeber ihnen auch schon Wohnungen nachweist. Und das ist in Bonn dann hier auch, innenstadtnah zumindest. Und die kommen auch gleich mit einer völlig anderen, also auch so kulturellen Einbindung, weil die werden sich gleich ganz anders hier einfinden, wie zum Beispiel eine spanische Zuwanderungsgeneration vor 30 oder vor 40 Jahren. Und auch in anderen Stadtteilen sich wiederfinden. Also das wird Städte auf jeden Fall ändern, schlichtweg auch, weil die Zuwanderungsgründe andere sind, die Bildungsschichten andere sind, aus denen sie kommen und damit aber auch die Einstiegsgehälter quasi, mit denen sie hier in Deutschland anfangen zu arbeiten, ganz andere sind. Sie kommen halt nicht mehr als ungelernte Arbeiter wie in den 60er und 70er Jahren, sondern sie kommen als qualifizierte Akademiker im Augenblick ins Land. Eine andere Zuwanderung erfolgt derzeit aus Südosteuropa und das ist eine Zuwanderung, die in den Medien sehr hochgekocht wird und als Problem für Städte dargestellt wird und dann gerade immer gesagt wird, Rumänien, Bulgarien ist dann immer das Stichwort. Die Diskussion finde ich sehr schwierig, weil es gibt 2, 3 Städte in Deutschland, die Probleme mit dieser Zuwanderung haben, weil sie sich dort auch in sowieso schon umstrittenen Stadtteilen und an umstrittenen oder umkämpften Häusern, sag ich mal, gerade dort auch manifestiert. Es ist nicht grundsätzlich zurzeit in Deutschland ein Problem, dass es viele Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien gibt, weil das entspricht oder ist nur wenig mehr als die Zuwanderungswellen in den anderen EU-Staaten, als praktisch sie ihren Beitritt hatten, auch verlaufen ist. Insofern findet da meines Erachtens oft etwas statt, was einfach überhöht wird und wo andere Vorurteile mit reinfließen. Nichtsdestotrotz, in Duisburg ist es einfach schwierig, weil sich alles auf einen Stadtteil konzentriert. Und in Mannheim, meine ich, ist es auch tendenziell schwierig, weil einfach dann sehr, sehr viele Zuwanderer aus einem Land in einen Stadtteil gehen, wo es einfach dann auch sehr schnell soziale Probleme mit der dortigen Nachbarschaft gibt. Aber solche Sachen werden wir demnächst mehr haben, weil wir haben in der EU offene Grenzen, wir haben nicht gleiche wirtschaftliche Entwicklungen und was ich schon vor einer halben Stunde mal sagte, diese wirtschaftlichen Entwicklungen werden starke Auswirkungen schlicht darauf haben, wer in unseren Städten wohnt, weil all diese Bewegungen landen zuerst in den Städten und zwar meistens erst in den größeren. Soweit dazu. Herr Wiegand, Sie haben eben schon die Images angesprochen, die bestimmte Stadtteile haben. Haben Sie bei Ihren Untersuchungen auch festgestellt, ob Menschen mit Migrationshintergrund bzw. Zuwanderer sich an diesen Images orientieren oder vielleicht komplett andere?
Also da haben wir nicht ausdrücklich nach Images sozusagen gefragt. Ich glaube, erstmal bestätigen zu dürfen, dass dieses Phänomen von Migranten mit Menschen mit Migrationshintergrund sozusagen ein städtisches Phänomen ist und dann auch sehr viel stärker ein westdeutsches Phänomen ist als ein ostdeutsches Phänomen, ist vielleicht das eine. Und das zweite ist, glaube ich, dass man fragen muss, wo die Menschen herkommen und dass die Herkunft auch unterschiedliche Muster sozusagen gibt. Also der Extremfall sind die Japaner in Düsseldorf, das weiß man, die sind hochgradig sozusagen konzentriert in einer Siedlung in Düsseldorf oder in Zweien, noch in der Schulnähe, das spielt da dann auch noch eine Rolle. So, das ist ein ganz spezieller Fall. Aber es gibt eben auch andere Nationalitäten, die sehr viel stärker sozusagen dispers eben über das Stadtgebiet verteilt sind. Und das hat dann auch irgendwelche kulturellen Hintergründe. Und der nächste Punkt, wo Differenzierungen auftreten, ist einfach auch das, was man sich finanziell leisten kann. Also wenn man viel Geld hat sozusagen, dann hat man auch viel größere Wahlmöglichkeiten und die Migranten, die nun wenig Geld haben, die sind dann auch gezwungen sozusagen in Stadtteile zu gehen, die eben ja billige Wohnungen sozusagen, preiswerte Wohnungen, also wo die angeboten werden. Und ein letzter Aspekt vielleicht dazu, ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Einstellungen bei den Migranten. Auch das wiederum ein Ergebnis einer Abschlussarbeit bei uns, wo sich jemand mit türkischen Migranten in Köln unterhalten hat und bewusst sozusagen nach den Wohnstandorten gefragt hat. Und das ist jetzt nicht quantitativ, sondern eher qualitativ. Und da gibt es diejenigen, die den Vorteil sehen, sozusagen in ihrer türkischen Community zu leben und ja, die Sprache sozusagen zu sprechen und eben sich auch entsprechend auszutauschen sozusagen. Aber es gibt genauso den Typ, der versucht bewusst sozusagen das zu meiden und ja, sich in die deutsche Gesellschaft sozusagen offensiv, sage ich jetzt mal, zu integrieren und deswegen ganz bewusst nicht in die entsprechenden Stadtteile in Köln geht. Also ich will sagen, es gibt beide Typen. Ich kann das nicht quantifizieren. Das ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, das zu tun. Aber deswegen glaube ich, dass das ein sehr, sehr differenziertes Bild ist, was man jetzt auch nicht so in einem Satz da Ihre Frage beantworten kann. Wir nähern uns dem Ende, deswegen würde ich gerne noch ein Thema ganz kurz anschneiden, was wir bislang noch nicht hatten. Das ist der Einfluss des Bildungsstandes auf die Wanderungsbewegung. Frau Sturm, Sie hatten angesprochen, dass die jungen Frauen gerade in die Städte ziehen, weil sie da auch Ausbildungen finden und alles. Ist es denn wirklich ist es bildungsabhängig? Also ziehen die Gutgebildeten in die Städte und die anderen bleiben auf dem Land? Jetzt nicht nur auf junge Frauen und junge Männer bezogen, sondern generell? Erstmal anders. Also je höher der Bildungsstand, umso öfter ziehe ich um, weil ich auch ganz oft dann einfach in Berufe gehe, die das häufige Umziehen verlangen. Also als Wissenschaftlerin, ich glaube, wenn ich es zusammenzähle, habe ich inzwischen in Deutschland in 10 Städten gelebt. Das ist einfach häufig umgezogen, sage ich es mal so. Und in der ganzen Medienbranche ist die Umzugshäufigkeit ähnlich hoch wie in der Wissenschaft oder noch viel höher, im Journalismus auch. Also es gibt einfach eine ganze Reihe, gerade von den modernen Berufen und den aktuellen Berufen, die eine sehr hohe räumliche Mobilität verlangen. Und wenn ich alleine, solange ich als Single lebe, ziehe ich halt jedes Mal um. Wenn ich in Partnerschaft oder in Familie lebe, muss man halt dann genau die Lösung finden, wie man es macht. Und dann gibt es irgendwo einen Familienwohnort, der ist manchmal zwischen den beiden Arbeitsorten des Paares oder sowas, ne? Und alle pendeln in der Familie. Oder einer oder eine pendelt. Also das sind dann die ganzen extrem unterschiedlichen Haushaltsformen, die es wieder gibt, die aber auch alle Auswirkungen auf Stadt haben. Weil dann ist genau nämlich die Frage, wo sucht eine Familie, oder ein Paar, wo aber meinetwegen die beiden Partnerinnen und Partner nicht den gleichen Arbeitsort haben, wo suchen die ihren Wohnstandort? Dafür ist halt ganz wichtig, wieder die verkehrliche Anbindung oder ein Haus oder eine Wohnung zu finden, nah zum Bahnhof oder nah zum Flughafen oder nah zur nächsten Autobahnauffahrt. Und ich denke, das sind alles Sachen, also je höher der Bildungsstand, umso mobiler und umso auch differenzierter im Prinzip dann die Wahlentscheidungen, die man treffen muss für den eigenen Wohnstandort. Also so kann man es schon sagen.
Herr Wiegand. Ja, einfach ergänzend, umso öfter dann auch mehrere Wohnstandorte. Das ist das Stichwort der Multilokalität, was jetzt hier schon ein paar Mal gefallen ist. Und wir haben in unseren Untersuchungen quantitativ jetzt an der Stelle festgestellt, dass in, jetzt als Beispiel in Köln-Sülz jeder vierte irgendwie eine zweite Wohnung hat. Das mag dann die Wohnung der Partnerin sein oder des Partners sein. Aber es ist eben so, dass diese ja, mobilen sozusagen innerstädtischen Stadtquartiere sich auch dadurch auszeichnen, dass die Menschen dann eben auch sogar noch eine zweite Wohnung haben. Und wenn wir dann im suburbanen Raum ja auch gefragt haben, dann sind diese oder ist dieses Phänomen von Multilokalität, das ist dabei 3, 4, 5% oder sowas. Also diese innerstädtischen Quartiere zeichnen sich dann auch dadurch aus. Und das hat auch was mit Bildungsstand zu tun. Das hat viel mit Geld zu tun. Das hat viel auch wieder mit dieser räumlichen und zeitlichen Entgrenzung sozusagen zu tun, mit den Anforderungen, die der Arbeitsmarkt heute an diese Personen stellt. Vielen Dank. Wir kommen langsam aber sicher zum Ende dieser Veranstaltung. Deswegen würde ich gerne auf die allererste Frage zurückkommen. Wie wird der demografische Wandel die Städte verändern? Frau Kramer, wie werden die Städte in 20 Jahren aussehen? Sie ja, dürfen spekulieren. Ob ich mich so als Prophetin eigne, weiß ich nicht. Ich denke, sie werden noch mehr Einpersonenhaushalte haben, als sie jetzt schon haben. Sie werden vielleicht auch Einpersonenhaushalte haben, die im Sinne dieses Multilokalitätsthemas, das wir gerade hatten, die phasenweise auch nicht bewohnt sind. Eine neue Problematik, also in der Schweiz wurde das ja schon mit den Freizeitwohnsitzen, kalte Betten, Stichwort, dass das in Städten, wenn da recht viele Menschen leben, die unter der Woche arbeiten und am Wochenende im Familienhaushalt leben, wird es Viertel geben, in denen unter Umständen jede vierte, fünfte Wohnung am Wochenende nicht bewohnt ist. Das wird was sein, was wir wahrscheinlich erleben. Oder es sind die Wohnungen, die die Snowbirds im Winter zurücklassen, weil sie im sonnigen Süden sind. Also wir werden mehr kleinere Wohnungen haben, die nicht kontinuierlich bewohnt sind. Das wäre also eine Prognose, die ich stellen würde. Ja, das wäre jetzt die, zu der ich mich am ehesten hinreißen lassen würde. Ich würde auch noch als Lichtblick sehen, dass es in den deutschen Städten eine Besonderheit gibt, die kaum andere Städte in Europa in der Form haben, nämlich Konversionsflächen. Das Stichwort, das vorhin mal fiel, mit der Kaserne. Im Südwesten ganz markant, also die Städte, also ich wohne in der Nähe von Heidelberg, jetzt werden die Amerikaner aus Heidelberg abziehen, da werden Filetstücke im Wohnungsmarkt frei. Was wird damit passieren? In Mannheim das Gleiche, in Karlsruhe werden die derzeit schon bebaut, Freiburg, Tübingen sind alles Beispiele für ganz spannende Projekte, die Raum bieten würden, innerstädtisch, sehr nah, mit sehr guter Infrastruktur, eben solche innovativen Projekte auch aufzunehmen. Also da wäre so für mich der Lichtblick, was wird mit diesen Flächen passieren? Und diese Flächen böten die Chance für neue Ideen. Frau Sturm, wie sehen Sie das? Das kann ich alles unterstützen, aber ich ergänze mal. Die Städte werden, je größer sie sind, umso jünger sein. Also ähnlich jung bleiben in der Alterszusammensetzung wie heute, während das Land tendenziell älter wird. Städte werden weiterhin mehr experimentelle Lebensformen haben. Also dazu gehören vielleicht in 20 Jahren wirklich mehr Alten-WGs, aber dazu zählen auch, was wir heute gar nicht hier erwähnt haben, die zunehmende Zahl von Alleinerziehenden, weil auch das gehört dazu, zu diesem Wandel von Haushalten. Und die alleinerziehenden Haushalte gehen in die Stadt, weil wenn sie denn auch erwerbstätig sein wollen, brauchen sie genau diese Nähe von Infrastruktur und diese extrem kurzen Wege, weil sonst einfach ein Haushalt alleinerziehend mit Kindern überhaupt nicht handhabbar ist. Also auch die sind in den größeren Städten, weil es dort leichter ist, schlicht zu leben. Und dann hängt es wieder davon ab, wie viel Geld verdient wird, wo sie in der Stadt sind. Ne? Auf jeden Fall brauchen sie nicht nur den Kindergarten und die Schule, sondern auch den Einkaufsladen und ich weiß nicht was, alles direkt neben der eigenen Wohnung. Was fällt mir noch ein als Ergänzung? Das reicht gerade erstmal. Ja, ich würde das unterstützen, was beide jetzt gesagt haben. Und ich denke nochmal darüber nach, dass steigende Energiepreise, glaube ich, eine wichtige Stellgröße dafür sind, dass Städte
attraktiv werden und dass der Wettbewerb dann in Städten um die knappen Flächen schärfer wird sozusagen, dass gleichzeitig dieses NIMBY, also not in my backyard, nicht bei mir sozusagen, Phänomen, ich so beobachte, dass das schärfer wird sozusagen und dass der Wettbewerb sozusagen um die Möglichkeiten, Städte zu bauen, sozusagen schwieriger wird. Und da hoffe ich und setze ich auf so den Solidaritätsgedanken und da weiß ich nicht genau, wie das ausgehen wird, sage ich jetzt einfach mal. Also ich glaube, die Konflikte, also mit Dynamik gibt es Konflikt sozusagen und diese Konflikte, die werden schärfer. Das ist meine Beobachtung und da hoffe ich, dass über die Zivilgesellschaft und über das Engagement, was wir jetzt auch hier sozusagen mitbekommen haben, dass das da irgendwie was dagegen setzen kann. Vielen Dank, Frau Sturm. Ich ergänze noch einen Satz, auch wenn das nicht schön der letzte ist. Also ich denke, wir müssen uns in Deutschland zukünftig auch mehr wieder mit Armut auseinandersetzen, als wir das derzeit tun oder wo wir nicht hingucken, weil wir hatten eine lange Phase wirklich, wo es einfach der deutschen Gesellschaft mehrheitlich und im Durchschnitt sehr gut geht. Aber wir hatten es hier immer mal wieder am Rand. Also die Schere geht auseinander und es gibt viel mehr wirklich reiche Menschen in Deutschland, aber es gibt auch eine wachsende Zahl von Menschen, die einfach kein Geld haben. Und das sind Deutsche genauso wie Migrantinnen und Migranten und es sind Alte wie Junge. Und ich denke, das ist ein Punkt, der in Städten einfach schneller virulent wird als auf dem Land, weil auf dem Land gibt es nach wie vor immer diese Möglichkeit, dass ich den Garten habe und das mit mehr Nachbarschaftshilfe und dass ich viele Sachen immer noch leichter alleine einfach selbst machen kann, was in Städten so nicht geht. Und deshalb ist das ein Aspekt, der wird auch in deutschen Städten einfach zukünftig mehr Probleme machen als zurzeit und deshalb sollte man da nicht immer so drüber wegschauen. Sie haben recht, es ist kein schönes Ende, aber es ist sicherlich ein wichtiges Ende. Ich danke Ihnen allen fürs Mitdiskutieren. Ich danke Ihnen allen für Ihre zahlreichen Anregungen, fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Die MS Wissenschaft ist meines Wissens nach noch 3 Tage in Bonn. Danach fährt sie weiter nach Koblenz. Wer Sie also noch Bekannte haben, die es auch noch anschauen wollen, sagen Sie Ihnen Bescheid. Ich danke Ihnen allen und wünsche Ihnen einen schönen Abend.